Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Die Niederländer lieben Radfahren, jeder fährt Rad, der Premierminister fährt Rad, die königliche Familie tut es, Kinder, Leute transportieren Cellos auf ihrem Rad, jeder fährt Rad und zwar überall hin. Und das verursacht aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Probleme, denn wo soll man die ganzen Räder abstellen? Utrecht hat eine wunderbare Lösung gefunden, das ist die Stadt, in der ich wohne. Ich blende sie euch hier mal auf der Karte ein, falls nicht jeder weiß, wo Utrecht genau liegt. Es liegt eigentlich so ziemlich in der Mitte des Landes. Und zwar ist man gerade dabei, das gesamte Bahnhofsareal komplett zu erneuern. Das ist ein großes Projekt, was bis 2030 geht. Und da hat man sich entschieden, einfach ein Parkhaus für Räder zu bauen. Es ist das größte Radparkhaus der Welt, momentan 6.000 Stellplätzen. Das wird aber im Laufe dieses Jahres noch auf 12.500 Stellplätze ausgeweitet. Und weil das noch nicht reicht, baut man noch ein Parkhaus für nochmals 3.000 Räder hinzu. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal dahin mit und zeige euch, wie das funktioniert, denn das ist einfach unbeschreiblich geil. Das Parkhaus befindet sich einfach an der Nordseite des Bahnhofs. Man kann es von sowohl dem Tunnel im Bahnhof erreichen, als auch von der oberen Etage des Bahnhofs aus, wo die ganzen Läden sind. Und dann ist man drin. Als Fußgänger, als Radfahrer kommt man von der Straßenseite natürlich rein. Wie das funktioniert und wie viel das kostet? Die ersten 24 Stunden sind kostenlos und danach zahlt man 1,25 Euro pro Tag. Man checkt ein mit seiner Obi Chipcard. Das ist eine Nahverkehrskarte, die man für alles benutzen kann. Und die gilt im ganzen Land für alle möglichen Verkehrsmittel, für Busse, für Bahnen, Straßenbahnen, alles Mögliche, aber eben auch, um da einzuchecken. Was man also macht, man fährt mit dem Rad einfach in dieses Parkhaus rein und fährt. Es gibt drei Etagen, die oberste und die ganz unterste, die ist jeweils für Leute, die einfach nur so ein- und auschecken und die komfortabelste, wo man halt nicht noch eine Treppe hoch muss oder sowas. Die mittlere also, die ist für Leute mit einem Abo. Ich habe kein Abo, also muss ich einfach so einchecken. Ich komme also irgendwann an meinem Eincheck-Ding an, halte meine Karte da dran und dann bin ich eingecheckt. Ich nehme mein Fahrrad mit nach unten und dann geht's ans Suchen. Das ist nämlich der Grund, warum man das neue Parkhaus baut, weil das ist jetzt schon komplett voll. Und ihr lauft also rum und irgendwann findet ihr dann einen Platz, um euer Rad aufzustellen. Aber der ist oben. Wie kriegt man das Rad dann nach oben? Natürlich haben die sich eine geniale Idee einfallen lassen. Und zwar muss man diese ganze Stange, die ihr seht, einfach nur rausziehen und kann die nach unten drücken. Das geht ganz leicht, weil die halt mit so Sprungfedern und allem möglichen irgendwie befestigt ist. Man tut sein Rad da drauf, lässt das Ding nach oben fahren und schiebt es wieder rein. Ende. Rad steht. Das Praktische ist, die ganzen Stellplätze sind mit einem QR-Code versehen, also kann man sich das abscannen und weiß auch immer, wo sein Rad steht. Sehr praktisch, denn man kann es definitiv verlieren in der Menge. Wenn man auschecken möchte, nimmt man einfach sein Rad, fährt entlang der Pfeilmarkierungen einfach rum und dann kommt irgendwann ein Herr, der deine Karte scannt und damit bist du ausgecheckt und dann fährst du einfach weiter nach oben und fährst nach draußen. Und wie ihr sehen könnt, das Parkhaus ist wirklich, es hat ziemlich große Dimensionen und das ist einfach super, denn ja, Utrecht setzt ein super Vorbild, wie einfach es sein muss, um mit dem Rad zu fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos über die Niederlande oder über meine anderen Kanalthemen sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.